Hallo ihr hübschen Menschen, herzlich willkommen hier bei Lin News. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und gar nicht schön ist, dass wir schon wieder über Xavier Naidoo reden müssen. Ja, es muss leider sein, so unglaublich das klingt. Es ist nun mal ein weiteres Video von ihm aufgetaucht, in dem er völlig verheult, absolut und nicht zuletzt emotional, völlig neben der Spur, einmal mehr irgendwelches Verschwörergefasel vor sich hin blubbert. Und was für ein Zeug dabei ist. Mittlerweile muss ich wirklich schweren Herzens sagen, ich glaube tatsächlich nicht, dass das irgendeine Wahnsinn nicht abartig provokante Promotion für sein neues Album sein soll. Ich mache mir mittlerweile wirklich Sorgen um den einst erfolgreichsten deutschsprachigen Sänger. Der Typ rutscht gerade in eine völlig schizoide Bahn. Problematisch ist nicht nur, was er sagt, sondern auch, wem er das sagt und von wem er seine Informationen hat. Da geht es nämlich um die sogenannte QAnon-Gruppe, die von Beobachtern als nicht nur gefährliches Verschwörernetzwerk, sondern vor allem auch als rechtsextremes Verschwörernetzwerk verschrien ist. Naidoo berichtet hier unter Tränen von einer Rettungsaktion, bei der unzählige Kinder weltweit errettet werden aus unterirdischen Basen, wo sie in jeder einzelnen Basis, die es da unten irgendwo geben soll, über Jahre gequält und gefoltert werden, damit ihnen die Weltelite und die geheime Weltregierung, die es ja gibt, zumindest wenn man den Worten von Naidoo und auch etlichen QAnon-Anhängern und Verschwörungstheoretikern im Netz Glauben schenken darf, damit die ihnen das Adrenochrom abzapfen können. Warum zum Fix sie Adrenochrom abzapfen sollten, verstehe ich nicht. Adrenochrom, um euch da mal kurz abzuholen, ist ein Stoffwechselprodukt von Adrenalin. Und ja, klar, um das zu gewinnen und den Kindern abzuzapfen, müssen die halt gefoltert und gequält und misshandelt werden. Nebenbei bemerkt behauptet Naidoo auch, dass die alle zu einem riesigen, global organisierten Pädophilenring gehören, dem auch damals das Pizzagate angelastet wurde. Klar, Pizzagate, der Eingang zu einem gigantischen unterirdischen Komplex, wo all die geheimen pädophilen Regierungsvertreter ihre perversen Gelüste, Fantasien und Foltermorde durchführen können. Und natürlich ist der unter einer kleinen Familienpizzeria. Klar, so, wo soll der Eingang sonst sein? Ist doch ganz logisch. Ich meine, wer das nicht sieht. Also dazu mal zwei Dinge. Adrenalin lässt sich künstlich herstellen. Es lässt sich synthetisieren. Und auch Adrenochrom als Stoffwechselprodukt von Adrenalin, das man synthetisch herstellen kann, lässt sich, wer hätte es gedacht, ebenfalls synthetisieren. Mit Hilfe von Oxidation gewinnt man also Adrenochrom. Und wozu sollte die geheime Weltelite Adrenochrom abzapfen? Adrenochrom wirkt zum Beispiel gefäßverengend. Adrenochrom kann auch den Blutzucker senken. Allerdings macht man das seit dem frühen 20. Jahrhundert auf die Art und Weise schon überhaupt nicht mehr. Und Adrenochrom wurde erforscht, weil man früher, Anfang des 20. Jahrhunderts, davon ausging, dass es als Stoffwechselprodukt von Adrenalin, das ja im Stresszustand aktiviert wird, zum Beispiel für Schizophrenie verantwortlich ist oder für andere Geisteskrankheiten. Adrenochrom kann nämlich in hohen Maßen genossen auch schwere halluzinogene Wirkungen haben. Diese Adrenochrom-Theorie übrigens aus der Medizin ist schon widerlegt worden, also es ist nicht der Auslöser für Schizophrenie zum Beispiel oder für andere Geisteskrankheiten. Der Sinn hinter dieser ganzen riesigen, gigantischen Weltverschwörung, von der Naidoo da faselt, macht also schon mal nicht so viel her. Dazu kommt aber auch noch, dass sich Naidoo jetzt einer Telegram-Gruppe, also diesem Messenger-Dienst Telegram, angeschlossen hat, in der unzählige viele QAnon-Anhänger drin sind, auch bereits bekannte führende Köpfe dieser Bewegung, und dass auch Naidoo weiter fleißig mithilft, Verschwörungstheorien über den Coronavirus zu verbreiten. Zum Beispiel, das denke ich mir nicht aus, das behaupten Menschen in diesen Gruppen wirklich, zum Beispiel, dass eben der Coronavirus gar nicht existiert, sondern, dass die ganzen Notlazarette gerade gebaut werden, dass die ganzen Krankenhäuser gerade so sich extrem gut vorbereiten, weil diese tausenden Kinder, die da unten gefoltert und gequält werden, gerade gerettet werden und das halt auf jeden Fall im Geheimen gemacht werden muss, weil sonst die Weltbevölkerung völlig ausrastet und durchdreht. Also die Retter der Kinder machen das jetzt auch geheim, damit die Schurken in der Story nicht auffliegen, damit das Gleichgewicht auf der Welt so bleibt, wie es ist. Wozu machen die es denn überhaupt? Also ja, klar. Für die Kinder! Denkt nur mal an die Kinder. Könnte vielleicht ausnahmsweise mal jemand an die Kinder denken. Und vor allem wird in diesen ominösen Verschwörergruppen auch davon ausgegangen, dass all die Prominenten, die aktuell an Corona, was ja ihrer Meinung nach nicht existiert, erkranken, und erkranken ebenfalls wieder in Anführungsstrichen, weil die eigentlich von unter anderem dem FBI, also wieder einer Regierungsorganisation, das macht doch schon wieder von vorne und hinten keinen Sinn. Naja, vom FBI hops genommen und weggesperrt werden, ne, die kommen nicht ins Krankenhaus, die werden weggesperrt, weil die mit dieser Verschwörung da unten in den geheimen Militärbasen oder was auch immer das ist, zusammenhängen und jetzt aus dem Weg geräumt werden. Und damit keiner mehr Fragen stellt, deswegen müssen so viele Menschen an einem angeblichen Virus sterben. Alter, ganz ehrlich, kein Autor dieser Welt,
ja, der sich millionenfach verkaufte Bücher auf die Fahne schreiben kann, hat so viel Fantasie, sich so einen Dreck aus den Fingern zu saugen. Was stimmt mit den Leuten nicht? Was stimmt mit jemandem wie Xavier Naidoo nicht? Der Mann braucht doch wirklich professionelle Hilfe. Da muss doch mal jemand ein Auge drauf haben. Ich persönlich kann nur hoffen, dass er aufgrund seines, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Kultstatus oder aufgrund seiner Berühmtheit, seiner Prominenz, nicht tatsächlich noch mehr Anhänger rund um diese Spinner scharren kann. Und hoffe wirklich, dass auch ihr, weil von euch hängen ja auch viele gerade wirklich viel und oft im Internet rum, nicht in die Fänge von solchen Deppen geratet. Also Freunde, immer, ne? Hirn an und dann erst Computer an und Browser öffnen. Vielen Dank. Meine Frage an euch muss an dieser Stelle natürlich lauten, glaubt ihr, Naidoo ist völlig durchgedreht und glaubt ihr, Naidoo hat sich einer Sache angeschlossen, die tatsächlich sehr gefährlich ist? Oder sagt ihr, ist doch alles Quatsch, das glaubt doch keiner und der Typ wird sich schon wieder einkriegen, wenn sein Album draußen ist? Eure Meinung dazu gerne ab in die Kommentare und da oben gerne abstimmen. Vielen Dank. Heidewitzka, Freunde, jetzt geht's ja ab. Deutschland beschuldigt die USA, über 200.000 dringend benötigte Atemschutzmasken weggesnackt zu haben. Einfach so schwupp abgezogen. Der Berliner Innensenator macht's noch deutlicher und spricht von einem Akt der Piraterie. Hier wegen Haken, Piratenkapitän. Arrrr. Polly will einen Keks. Alter. Das zumindest wurde vorgestern groß und überall berichtet. USA klauen Deutschland die Masken weg. Angeblich habe nämlich ein privater Investor innerhalb der USA ein deutlich höheres Angebot abgegeben bei der Firma 3M. Das ist die chinesische Firma, die diese Atemschutzmasken unter anderem für Deutschland in Auftrag gebaut hat, sodass die Masken aufgrund des viel höheren Angebots nicht nach Good Old Germany, sondern nach US of A gewandert sind. Dann stellte sich wohl heraus, dass es gar kein privater Investor war, sondern eine US-Regierungsbehörde, die das wissentlich gemacht hat. Einen Tag später, gestern hieß es dann auf einmal, ja, die USA haben das wohl doch nicht gemacht. Da gab es dann ein großes Dementi von der Firma 3M und von den USA, also aus dem Weißen Haus direkt, hat man gesagt, das haben wir nicht gemacht. Das haben wir nicht gemacht. Das heißt, plötzlich schrieben alle online wieder, nee, haben die USA doch nicht gemacht. Sollte das allerdings tatsächlich wahr sein, würde mich das gar nicht wundern. Denn schließlich wollen diese Firmen gerade jetzt profitieren von der Krise mit Hilfe solcher Produkte. Der Preis für diese Atemmasken ist in einigen Betrieben, die professionell als Massenware herstellen, in den letzten Tagen um, kein Scheiß, 3000% gestiegen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist doch mal Solidarität und Nächstenliebe. Oder auch Raubtierkapitalismus. Das muss jetzt jeder für sich selbst entscheiden. Fest steht, die USA brauchen diese Masken definitiv, denn die USA haben ein Problem. Sie kriegen es partout nicht in den Griff und jetzt stehen sie davor, dass sie einfach merken, ihre Sozialsystemstruktur ist völlig am Boden. Dass so gut wie niemand krankenversichert ist, ist das Schlimmste, was den Menschen überhaupt passieren konnte. Da hat es auch nicht unbedingt geholfen, dass Trump während seiner Zeit als Präsident das von Obama geschaffene Obamacare wieder in Grund und Boden gestampft hat und auch, dass jetzt das Militär mit Lazaretten, Ärzten, aber auch bewaffneten Soldaten in den Straßen von New York beispielsweise aushelfen muss, Trump an einem Tag von ich hab's euch schon immer gesagt, wieder zu so schlimm ist das alles nicht, das haben wir bald alles im Griff, dann in derselben Pressemitteilung nochmal zurückrudert auf aber es ist absolut furchtbar und das Schlimmste steht uns noch bevor, das ist wie Krieg. Hin und her pendelt, hilft jetzt den Menschen da auch nicht unbedingt, aber, und ich möchte nicht die ganze Zeit immer nur auf dem Schlechten rumtrampeln, nein, die Corona-Krise bereitet uns gerade auf ein Leben nach der Corona-Krise vor, in der sich einiges tun könnte. Länder wie zum Beispiel die USA müssen sich überlegen, wie sie mit ihrem Sozialsystem in Zukunft umgehen, wie sie mit ihrem Gesundheitssystem umgehen, mit jedem einzelnen Bürger, der nicht krankenversichert ist zum Beispiel und der jetzt die Wirtschaft belastet, denn er kann, wenn er Schulden anbahnt, diese aufgrund dessen, dass er nicht arbeiten gehen kann, auch nicht zurückzahlen, was wiederum das Geld aus dem Wirtschaftskreislauf zieht und dafür sorgt, dass alle am Ende drunter leiden. Und auch hier in Deutschland zum Beispiel. Die Digitalisierung muss in rasenden Schritten voranschreiten und auch hier muss man plötzlich enger zusammenarbeiten mit Experten, die schon 2013 vor solch einer Pandemie gewarnt haben, dass sie im Bereich des Möglichen ist und wir in Europa respektive auch in Deutschland zu schlecht darauf vorbereitet sind. Wir haben einfach nur Glück, dass sich die Leute hier weitestgehend daran halten, an all die Sicherheitsmaßnahmen und Vorkehrungen, die getroffen werden und worden sind, sodass wir das Ganze mit Flatten the Curve so halbwegs in den Griff kriegen und dass wir ein vernünftiges Gesundheitssystem haben. Dafür nochmal Stoßgebet gen Cthulhu.
oder irgendwen, der zuhört. Und auch, dass wir Menschen untereinander gefühlt solidarischer werden, dass Wildfremde plötzlich ihre Hilfe anbieten, sei es online oder sei es bei der Omi, die irgendwie im dritten, vierten Stock im selben Haus wohnt. All das lässt hoffen, dass wir aus der Krise vielleicht ein bisschen gestärkter, ein bisschen menschlicher rausgehen. Andererseits haben wir auch Leute wie Naidu. Naja gut, wir werden sehen. Aber trotzdem, ganz schlechter Dinge bin ich da nicht. Wir werden schauen und ein großer Umbruch ist ja zumindest in der Ferne in Sicht. Aktuell heißt es ja in absolut jeder Talkshow und in absolut jedem Bericht, den man zum Thema Corona liest und sieht, testen, testen, testen. Aber in Zukunft wird es wichtig, nicht nur zu testen, wer tatsächlich infiziert ist, sondern auch zu testen, wer infiziert war. Denn mittlerweile wissen wir ja alle, es steht fest, man muss von den schlimmeren Beschwerden überhaupt nichts mitbekommen und ist trotzdem mit dem Erreger infiziert und kann andere Menschen anstecken. Allerdings, so sind sich Experten ja verhältnismäßig einig, ist man, wenn man einmal infiziert war, für einen nicht näher bestimmten Zeitraum erstmal immun. Und wer immun ist, könnte ja seiner normalen Arbeit wieder nachgehen und dann könnten wir alles wieder ein bisschen ins Rollen bringen. Das Problem ist nur, wir müssten quasi dafür sorgen, dass diese Bluttests massenhaft, wirklich millionenfach angeboten werden können und gemacht werden. Und dann müsste jeder einen Schein mit sich führen und dann zum Beispiel angeben können oder wenn er von der Polizei oder dem Ordnungsamt aufgegriffen, in Anführungsstrichen, also kontrolliert wird, müsste er diesen Schein vorzeigen, bei dem ihm ein Arzt, der ihn getestet hat, bestätigt und bescheinigt, ja, ich bin immun, ich darf mich überall frei bewegen und ich darf auch meiner Arbeit nachgehen. Um dann zum Beispiel, wenn du zum Friseur willst, einmal einen Friseur finden, ne, der in irgendeiner dann digitalen am besten Datenbank auftauchen muss, dass er wieder arbeitet, dass er also immun ist, wobei man davon ausgehen sollte, dass jeder Laden, der aufhat, so einen Immunpass hat. Und du darfst natürlich auch nur bedient werden, wenn du selbst immun bist. Denn der Immune kann dich ja immer noch in der Umgebung, in der er arbeitet, anstecken. Boah, das ist kompliziert. Also kriegen wir quasi eine Zweiklassengesellschaft. Die Immunen mit Scheinchen, die wieder ganz normal leben können. Und diejenigen, die es noch nicht hatten, die weiter Angst haben müssen. Dann kriegt jeder so eine Armbinde. Grün, ich darf alles. Rot, nope, Hausarrest. Alter, krass. Und das größte Problem, was ich dabei tatsächlich sehe, theoretisch, ist, dass wir dann unser Flatten the Curve komplett knicken können. Denn wenn sich das in Anführungsstrichen rumspricht, viele Anführungsstriche heute, ne? Die Geste dieser Folge. Die Folge ist von einem T-Rex. Ich drehe zu Hause langsam aber sicher durch. So, wo war ich? Ah, genau. Dass die Menschen natürlich auch immun werden wollen, also einen grünen Pass haben wollen und sich dann kurzerhand absichtlich infizieren, in der Hoffnung danach immun zu sein. Und dann haben wir das Problem, dass wir die Ausmaße gar nicht kennen und dann natürlich die Krankenhäuser überrannt werden, wenn es schief geht. Ihr seht also, in der Theorie ist da noch einiges im Argen und ganz schön was dran zu basteln. Aber ich glaube tatsächlich, dass das, wenn es irgendwie handhabbar ist, ein vernünftiger Schritt ist. Jetzt muss ich kurz an mein Telefon. So, ihr Hübschen, das war's für heute von mir. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt sauber, bleibt gesund, wascht euch die Hände, bleibt zu Hause. Und jetzt schönes Corona-High-Five in 3, macht's nicht gut, 2, macht's besser, 1 und hey, und winken. Hallo, hallo, hi, tschüss. Ja, ja, ja. Hallo, ihr hübschen Menschen an euren Empfangsgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen hier zu Lin News Feedback. Ich und mein Quarantänebart, ich rasiere mich so lange nicht, bis ich wieder raus darf, vernünftig. So, ja. Wir grüßen und begrüßen euch, um über eure Antworten zu meinen Fragen zu schnacken.